Was ist denn deine persönliche Definition von Magie oder magischem Wirken? Ja, ich betrete einen magischen Raum in dem Moment, in dem ich die Wahrheit schon mal raushalte. Ja, also das ist letzten Endes ein Umstand, an dem ich magisches Wirken letzten Endes erkennen kann, dass gewisse Fakten fehlen, dass gewisse Aussagen uminterpretiert werden, indem ich Menschen versuche, ein Mindset zu vermitteln, was aber so mit der Ehrlichkeit des inneren Wesens nichts zu tun hat. Ein magisches Wirken ist in dem Moment halt auch anzuzeigen, wenn es darum geht, einen Willen durchzusetzen, womit sich ein anderes Wesen durchaus, ja, unwohl fühlt, weil energetischer Abzug in Form von gesundheitlichen Einschränkungen, finanziellen Einschränkungen, Einschränkungen der Lebensqualität stattfindet. Und wenn halt letzten Endes dann noch sichtbar wird, dass es Organisationen, vielleicht auch wenige Wesen gibt sozusagen, die dann aber einen sehr großen Profit daraus ziehen. Dann ist das, was ich unter magischem Wirken verstehe, eine Definition, die sich dann ausübt, wenn das Wohl eines anderen Wesens verletzt wird, nicht berücksichtigt wird und am Ende, ja, jemand davon profitiert, ohne letzten Endes ein Herzgefühl dafür zu haben, wie geht es jetzt dem anderen Wesen damit? Ja, einerseits mit dem Teilen von Unwahrheiten, auch mit diesem unbefriedigenden Gefühl. Ja, das sind halt auch Machenschaften, in denen niemals Klärung eintritt. Niemals eine Form der Klärung fühlbar sein wird, mit der das Herz zufrieden sein kann. Ja, auf gewissen Bewusstseinsleveln spüren wir halt schon, wann halt Wahrheit gegen eine gewisse Form der Diplomatie Austausch findet. Und das ist halt, ja, eine Entwicklung auf diesem Planeten, die letzten Endes auch einem starken Bewusstsein an der Stelle nichts anhaben kann. Jedoch ist es wichtig, erst einmal diese Unterschiede innerhalb des energetischen Wirkens zu sehen und zu verstehen. In dem Moment, ja, man kann halt sagen, wenn Machtspiele erfolgen, wenn wir mitbekommen, dass eine gewisse Vorgabe erfüllt sein soll und dann auch noch Angstenergien mit eingebunden werden, dann ist es natürlich auszuschließen, dass wir uns hier auf einem freien Bewusstseinslevel bewegen oder halt eben, ja, auf den Ebenen der Wahrheit uns weiterentwickeln können. Welche Bedeutung haben denn diese Angstenergien, von denen du gerade sprachst, in Bezug auf magisches Wirken? Da können wir tief ausholen. Und zwar ist die Bedeutung der Angstenergie dahingehend zu sehen, dass wir natürlich alle irgendwelche inneren Themen haben. Ja, wir haben natürlich alle eine Lebensreise hier vollzogen oder haben auch noch innerhalb unseres Zell- und Bewusstseinsgefüges noch Erinnerungen an vorherige Leben. Und wenn wir da in Berührung gekommen sind mit starken, verletzenden oder angsteinflößenden Begebenheiten, dann können diese Angstenergie letzten Endes, die können noch dazu führen, dass ich mich immer auf dieser Ebene bewegen muss. Das ist der antreibende Faktor und ja, die Bedingung, die mich erstmal überlegen lassen, was ist jetzt einzuleiten, wenn das aus deiner Angst heraus erfolgt. Dann ist natürlich so die Frage zu stellen, wie viel Herzbewusstheit ist da? Denn die Angst legt sich halt ganz gerne so vor gewisse Chakrabereiche, die uns dann innerhalb unseres wahrheitlichen Ausdrucks einfach beschweren. Es ist auch zu sagen, dass mit Absicht solche Wesen erschaffen werden, auch innerhalb der Heilenergetik, innerhalb des energetischen Blicks sehen wir, wann es die Einflussgebung durch eine innere Angst, weil einfach eine traumatische Erfahrung zurückliegt, oder wann steht tatsächlich auch ein fremdbeeinflussendes Wesen in der Aura. Und diese Wesen, die sind aus Angstbehaftungen einfach hier in diesen Zwischenreichen hängen geblieben und versuchen letzten Endes noch, ja, so letzten Endes gewisse Mangelzustände zu kompensieren, auch wenn sie körperlos sind.
Ja, darüber hinaus ist es halt einfach auch wichtig zu sehen, dass wenn solche Wesen halt einfach wirken, du dich ja nicht wirklich frei bewegen kannst. Das Herz öffnet sich ja, wenn es sich um ein warmes Kontingent der Geborgenheit und der Liebe handelt. Ja, und das Herz öffnet sich halt eben nicht, es verschließt sich, wenn wir halt mitbekommen, ne, auf bewussten sowie unbewussten Ebenen, dass hier halt jetzt eben gerade andere Frequenzen laufen und uns auch beeinflussen können. Mhm. Und wenn halt eben eine solche Beeinflussung in eine gewisse Tat hineinführt, dann ist das Ergebnis von der gleichen Qualität. Ja, das ist, ich gebe schon das Angstkontingent irgendwo herein, das ist das, was mich geleitet hat. So komme in eine Situation, und es ist natürlich mein energetisches Kontingent, was eben im Gesamten wirkt. Und ja, wenn dann halt eben wenig Erlösungsarbeit passiert ist oder eben wenig Bewusstseinsanteile sich einfach schon ausgebreitet haben innerlich, dann rufen wir natürlich auch das wieder auf den Bildschirm, was es letzten Endes noch zu befreien gilt. Die Bedeutung der Angstenergien ist meines Erachtens nach eine sehr große in den heutigen Zeiten, weil wir eben insbesondere durch diese starke Bewusstheit unserer Anbindung, ja, dass wir feinstoffliche Wesen sind in einem grobstofflichen Körper, dass wir mit unseren Schöpferkräften einfach eine fantastische Arbeit der Heilung, der Genesung und der Transformation einleiten können. Das ist schon natürlich jetzt so auch zu sehen, dass wir uns gewissen dunklen, negativen, angstbehafteten Zuständen mit Bewusstheit, mit der Kraft des Herzens zuwenden können, um diese zu erlösen. Nur in den Widerstand zu gehen, würde diese halt nur verstärken, einfach weil angstbehaftete Wesen auch im alltäglichen Umgang immer versuchen werden, eine Provokation an das Tageslicht zu bringen, die letzten Endes andere Wesen so beeinflusst, dass sie halt in eine starke Negativität kippen und genau dieses energetische Kontingent durch die eigenen Schöpferkräfte ins Leben rufen. Ja, oh ja. Oh ja. Deswegen, ich betrachte sie als wichtig. Jeder Schatten ist wichtig. Ja, und es ist meines Erachtens nach die Frage, die Auffassung, was tust du mit deinen Schöpferkräften, was machst du mit deinem strahlenden Herzen? Ja. Wir können ganz viel Erlösung, ganz viel wahrheitliche Anteile einfach wieder in die Ausbreitung bringen. Denn also meines Erachtens nach ist es das, was im Moment geschieht, was schon seit einigen Jahren, insbesondere in den vergangenen 3 Jahren, ja, dürfen wir ja beobachten, wie viel Wahrheit kommt nach oben. Wie viel Beeinflussung ist tatsächlich vorgegeben? Ja, wir sehen jetzt, dass durch halt diese Krise oder durch viele Krisen, die einfach durch diese herausfordernden Umstände ins Leben gekommen sind, dass Menschen anfangen, etwas tiefer nachzudenken und ein höheres, ja, sie entscheiden sich meiner Meinung nach immer häufiger dafür, dass sie sich Lebensumständen, Menschen zuwenden, die halt das Prinzip der Wahrheit nicht fürchten. Ja, weil alles andere wird wenig Transformations- und Manifestationskraft haben. Das sehen wir halt einfach auch schon so, dass gewisse magische Äquivalente gar nicht mehr so stark zum Ausdruck kommen können, einfach weil das Energiesystem der Erde sich ebenfalls angehoben hat. Nicht nur die Wesen, die auf diesem Planeten leben, es ist tatsächlich auch der Planet an sich, Mutter Erde an sich. So, und das macht es den Angstgesteuerten oder den Wesen, die halt eben Angst verwenden, um andere zu manipulieren, halt sehr schwierig. Deswegen sehen wir auch einen sehr hohen Anteil an Technik, die dann letzten Endes eine gewisse Qualität der Magie ersetzen soll. Oder wir sehen, innerhalb des magischen Wirkens ist halt auch darauf hinzuweisen, dass ich Leid erschaffen muss, wenn ich schwarzmagisch veranlagt wäre, um diese Energie ja erstmal qualitativ in die Umgebung auszubringen, damit die Menschen darauf tatsächlich reagieren. Ja, deswegen hören gewisse Qualitäten nicht auf, die der Liebe entgegenstehen. Wir sehen nach wie vor ein hohes Ausmaß an Kriegen.
ein hohes Ausmaß an fehlerhafter Berichterstattung, fehlerhafter Informationen. Und ja, es ist schwierig für die herzbewussten Wesen auf diesem Planeten, ja, da jetzt erstmal das eigene Standing ja so hoch zu energetisieren, auf das diese einflussgebenden Faktoren auf das enttarnt werden, was sie sind. Und es braucht natürlich dann auch den Mut im Herzen, gewisse Dinge anzusprechen und gleichzeitig auch den Mut zu haben, sich diesen Dingen nicht hinzugeben, auch teilweise aus gewissen Verbindungen dann heraustreten zu müssen, einfach weil wir sehen, dass manche einfach noch auf ihrem Weg sind, die Angst zu überwinden, ja, um festzustellen, dass sie als die Wesen, die sie sind, die ewigen Wesen, die jetzt ganz klar halt auch aufgerufen sind, ihren Lebensplan hier durchzuführen, ja, ich meine, selbst wenn sie es nicht tun, passiert nichts Schlimmes, dann wird es nochmal eine Möglichkeit der Inkarnation geben, in der wir die Möglichkeit haben, uns unserer wahrhaftigen Aufgabe wieder zuzuwenden. Ja, aber das ist der Ruf meines Erachtens aktuell, das zu enttarnen, was beeinflussend ist und was definitiv nicht dem Wohl der Menschheit oder des inneren Wesens gilt.